Jo Leute und willkommen zurück zu Castle Crashers. Ja, jetzt wird ordentlich gestaked. Was ist denn hier jetzt Phase eigentlich? Hör diese Musik, das war auch dieser... Ja, exactly what I meant. What the hell? Allen Ernst, ist ein Typ mit einer Farbkiste auf dem Kopf? Was passiert hier? Was ist los? Wer sind die? Hallo? Ach ja, natürlich. Und wir sind ja auch immer noch auf der Suche, das Ding zu... Oh mein Gott, hast du versehentlich den Aufzug-Button gedrückt? Aber sowas von... Ja, na klar! Ja! Lol, ich muss die kaputt machen. Ah, lol, ich muss aus... Ah, lol! What the fuck ist das denn? Die machen Schaden! Ja, du sollst ihn ja auch ausweichen. Boah, ah ja, fick mich. Boah, ist das schnell! Diese! Nein! Wie cool! Wir sind einfach mal mit so viel Logik gelandet. Yeah! Warte mal, ich glaube, das ist das letzte Level hier. Jetzt ernsthaft? Also, wir müssen mehrere Einzellevel mit mehreren Bossen jetzt absolvieren, aber. Ja, super, und so lange haben wir. Gut, dass wir noch das Steak gekriegt haben. Alter, die machen scheiß viel Schaden, die Typen. Ich hätte mehr auf Rüstung skillen sollen. Ja, hattest du nicht auch das teils geplant? Bist du dann mehr gesagt, dass scheiß auf Damage über das alles andere oder so? Ich bin erstmal in die Gegner reingerollt, irgendwie sah das so aus. Aber Steak FTW und so? Heißt du? Erst ja, erst kämpfen wir die ganze Zeit mit einem. Ja, wir wissen, wie es heißt, Brokkoli. Ja, und jetzt mit einem Steak. Sag mal, ist das ein. Ist das ein Essensspiel oder was? Alter, Verwalter. Ja, also, ich würde sagen, wir haben die Gegner ordentlich gesteakt. Aber wir machen aber auch verdammt viel Damage mit den Teilen. Die Dinger sind verdammt. Das sind halt Stärkewaffen. Was passiert? Die Musik hat sich jetzt sofort geändert. Ja, die müssen wir alle machen. Ist das letzte Level. Nach den vier ist nämlich Ende. Wie krass sind die? Was? Was zum Fick? Ey, den Typ. Ich kenne den Typ ja nicht mal. Du bist von einer Karotte zerstört. Ja, wie viel Leben hast denn du jetzt verloren? Ganz schön viel! Ja, die machen moderat. Na, komm her! Schon. Glaub mir, der letzte Endboss wird richtig nervig. Alter Verwalter! Junge, ach, das sind so Suizid-Leute. Jetzt wird das übrigens schwieriger auch. Ich glaube, wir müssen zwischendrin aber aus dem Level immer rausgehen. Ich glaube, wir müssen die Bosse nicht immer nochmal machen. Aber ich glaube, wir müssen zwischendrin echt mal rausgehen und nochmal Pots holen. Alter, sind das so Suiziddinger, kann das sein? Ja, das sind so Suiziddinger. Yikes! Ich glaube, probier die mal mit Magie abzuwehren. Wo ist er? Jetzt kommen sie so, ne? Ja, du darfst sie nicht berühren, das macht ordentlich Schaden. Hada! Aber er greift uns nicht selber an. Nein, macht er nicht. Okay, wir müssen einfach nur dodgen. Mach du die mal mit Magie kaputt. Ey, da ist eine. Guck dir mal dieses Ding hier an. Eine Nase. Eine Nasenschnecke. Na komm. Was du gerade betreibst, ist Suizid. Warum? Warte mal, kannst du die wegblocken, die Dinger? Nein. Ja, du machst 70 Schaden. Das ist halt schon ganz ordentlich. Hajo, der ist cool, der sagt Hajo, Hajo, schlack mal. Oh. Sagt er. Yes! Nein, 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 nein! Oh, da war eine Waffe. Da war echt eine Waffe? Ja, der hat eine Waffe gedroppt. Ich gönne mir mal ein bisschen mehr Geld, weil ich wirklich nur wegen dir was kaufen musste. So. Hallo?
Was ist denn da raus? Ah, gut, da geht's raus. Nächster Bosskampf. Was ist das hier? Du kennst ja noch unseren alten Freund mit dem Messer, ne? Ja. Ich glaube, der kommt jetzt in seiner wiederbelebten Form auch nochmal. Warum hast du gerade einen Pott benutzt? Hab ich nicht. Er hat es nur ausgewählt. Guck. Ach, was wir ja gerade gemacht haben, war, wir haben den Schild, den Stein zerstört, der diesen Schild aufrechterhält für diese Tür. Ah, und ich habe mich die ganze Zeit. Ja, schon... das ist der Typ mit dem einen Auge, glaube ich. Da kommt irgendwas. Habe ich es nicht gesagt? Oh, lass mich raten, wo mit der haut. Ja, tu. Ich weiß, der hat eine lustige Besonderheit. Der Boss, aber das verrate ich mal nicht. Die kenne ich, Alter. Nein! Oh, Junge! Ha! Ich hab ihn für. Ich hab den einen Schlag schön abwehren können. Hast du es gesehen? Kann man Luft dodgen? Ja! Weil das ist. Weil während ich in der Luft floh. Ja, guck mal jetzt. Guck mal, kennst du ihn? Was? Kennst du ihn noch? Das ist der Typ mit der Orgel. Scheiße, den werden wir jetzt auch nicht los, oder? Ich weiß nicht mehr, was wir jetzt machen mussten. Okay, es geht nur eine bestimmte Zeit. Nein. Ja, warte mal. Ha! Haha, aua. Er kommt wieder. Ich finde es cool, dass der Typ auch wieder kommt, oder? Das war ja dieser Orgelspieler, weißt du noch? Mit dieser Bombenorgel. Du meinst, wo zum Schluss der voll ins mega übertrieben hatte? Ja. Ach, wir müssen dafür sorgen, dass er auf den Sarg hüpft. Warte mal, greif du ihn von hinten an. Los! Ja, ich wollte ihn. Guck mal, Steve, ich baggere ihn an. Ah! Aber warte, er muss hier, lenk ihn hier hin, der muss auf den Sargtypi draufhüpfen. Ja, er hätte ihn beinahe gehabt. Wie viel Schaden macht er dir eigentlich so? 70. Ja, komm. Na, was ist deine neue... Hätte ich mal wieder auf seine Ebene? Dann, ja, genau dann. Er hat es auf mich abgesehen. Kannst du übrigens auch einfach blocken. Geh weg von mir, das Junge. Das heißt, es wird ein reiner Boss-Part, ja? Au. Wie viel Schaden? Das macht, glaube ich, immer 70 oder so. Ich will gar nicht wissen, was die krasse Phase gleich Phase noch ist, Bonnie. Auf wen ist er fixiert? Auf dich. Okay, dann kümmer du dich um ihn. Nein! Warum hat der Typ eigentlich immer einen Fokus auf mich? Der hat einen Fokus auf dich, der Rest hat... Nein! Einen Fokus auf... Du kannst dich theoretisch auch einfach im Boden stampfen lassen, dann warten, bis es vorbei ist. Ah! Er hat's wieder... Du kannst es auch einfach blocken, ne? Wie gesagt. Ja, guck mal, okay. Der Typ hat einen Fokus auf dich und ich muss hier wegrennen vor dem Sarg, Heini. Der macht interessante Geräusche, der Typ. Aber der Boss hier braucht länger. Vorsicht, der kann übrigens auch einen Sprinteingriff, der Sarg, Heini. Das habe ich schon mehrmals gesehen. Ja, der hat's wirklich auf mich. Aua. Doch nicht.
Jo, ich habe ihm ein bisschen einiges an Schaden liefern können. Er hat's auf. Sarg, Mann, schreite zu Tat. Ich mache mir arge Sorgen um den. Der hat mich zweimal getroffen, das ist doch nicht sein Ernst. Steve, ich mache mir Sorgen um den. Alter, warum laufe ich denn jetzt in den Reihen? Der kann auch sprinten, vorsichtig. Na komm her. Au. Au. Ich hab mir sagen lassen, dass der ganz schön Aua macht. Ja, mecker nicht rum. Ah, ja. Nein. Ich hab noch 3 Potzen, du? Ich hab glaube ich noch 4. Guck mal kurz nach. Also wie gesagt, ich hab noch 3. 4, gut. Wir sind aber gut in der Zeit. Wir haben erst 11 Minuten und schon 2 Viecher weg. Wunderbar, ja, der letzte Bossfight wird einiges an Zeit. Ja, das ist mir klar. Ich hoffe, wir können hier aus dem Gebiet rausgehen, ohne dass wir alles nochmal machen müssen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, du. Was war das? Aber wir müssen eigentlich. Lass mich raten, der vorletzte? Ja, der letzte ist der. Ja, jetzt kommt der. Ja, das fliegende etwas da oben. Dieser Nekromant. Alter, wie viele Leichen hat der? Ich wollte gerade fragen, was der macht, aber. Oh, ich hab gekrittet. Das ist unsere Aufgabe! Ah, ich glaube, alles platt machen von dem. Der hat keine Bossleiste, das heißt, wir können auch schlecht was anderes machen. Ja, die droppen auch die ganze Zeit Früchte, interessanterweise. Wir können auch gar nichts wohl gegen den machen, wa? Nein. Ah, ich dachte, es kommt immer einer an. Scheiße, du siehst, dass da auch jetzt die Großen kommen, ne? Oh nein! Doch. Ach komm, das ist doch doof. Das heißt, jetzt haben wir verloren. Nö. Ich bin nur am Abkampf machen. Toll, jetzt haben die meine ganze Phase damit aufgebraucht, diese Armkämpfe zu machen. Ja, wir haben verloren. Das ist... Nein. Aua. Ich dachte, du hast auch Sandwiches. 4 Stück noch. Außerdem droppen die ganze Zeit Leben. Alter, wer schmeißt denn hier mit Segen um sich? Was sind die da, diese komischen? Ich hab nur noch einen Heilpot. Nur noch einen Heilpot. Und jetzt haben wir ihn. Lol, Alter, was kann der denn für kranke Geile sein? Keine Ahnung, ich habe. Nur noch einen Heilpot. Ich hoffe, wir können uns irgendwie darum kümmern, dass ich vielleicht gleich neue bekomme. Ja. Ich hoffe, Leute, ihr seht, wo der Gegner, wo der Boss ist, gegen den wir gerade kämpfen. Alter. Weißt du was? So! Oh no. Ja, super, er hat einen Connect. Ich hoffe, der taucht gleich wieder auf. So lange kommuniziere ich das jetzt mal alleine. Ist ja auch nicht so das große Problem, würde ich sagen. Auch wenn es natürlich schade ist, weil eigentlich sollte er dabei sein. Alter.
Das war mein letztes Brot! Yeah! Ich fände es trotzdem cool, wenn Elia wieder mal da wäre, aber na gut. Was machen wir jetzt mit dem Buskapsel, Rudi? Komm schon. Nein! Er haut aber ganz schön ab rein, also so ist es ja nicht, würde ich sagen. Komm schon. Yay! Gut, der Boss ist jetzt nicht ganz so hart, oder? Was meinst du? Es geht, also dadurch, dass ich am meisten mehr mit meinen Steaks gearbeitet habe. Hast du gesagt? Drop schnell, drop! Komm, mach schnell! Was auch immer das bewirkt, aber haben wir. Ist eine starke Verteidigungswaffe. Ja, super, die brauchen wir aber nicht. Wir haben aber. Ich habe jetzt keinen wirklichen High. Hab ich noch was? Einen Highpot nur noch. Ja, wir können ja mal gucken, ob wir rausgehen können. Ja, super, das ist. Wäre ein gemeiner Test, weil wir wirklich nur noch uns um einen kümmern müssten oder so, ne? Wir könnten auch so mies sein und kurz nach dem Party in einem Let's Play spiegeln. Da wollen wir es versuchen? Ja, Mama. Es ist ein Versuch. So. Und jetzt? Fuck, ich habe vergessen, dass ich in dem dritten Teamspeak bin und in dem bin ich nicht gemutet. Schätze! Okay, wir gehen wieder. Das. Okay, wir sollten einfach weitermachen. Das. Ja, gehen wir nach rechts. Das hätten wir vorher wissen müssen. Wehe, wir müssen jetzt. Weil wenn wir das machen sollten, dann würde ich vielleicht schnell erstmal wieder mal in mir Heilpots oder so. Und falls es wirklich ist, ist das alles wieder resettet wurde oder so. Ja, ich glaube, so mies ist das Spiel auch nicht. Siehste. Okay, das wird natürlich jetzt scheiße. Mit einem einzigen Heilpots, den ich gleich beim nächsten Mal einsetzen werde. Der Boss werde. Ist scheiße lange. Der dauert echt eine ganze Weile. Ist das der Final oder was? Ja, das ist der letzte Boss. Wie viele Pots hast du noch? Ich habe glaube ich noch 3 oder so. Somit wird das eventuell ein langer Part, würde ich sagen, ne? What the hell? Irgendwas gefällt mir da gerade nicht! Das vielleicht? Wo bleibt er, damit wir auch kämpfen können? Er gammelt da oben. Aber können wir die kaputt machen, wenn sie im Boden sind? Ich weiß es nicht. Es war auch eine Idee. Ich dachte das auch vielleicht. Ja, kann man. Hallo, das ist ein Bossleben. Ah, das ist ja ganz easy peasy momisi. Ich würde nicht drauf wetten, dass der so einfach ist. Weil Final Boss, ne? Boah, in den Ebenen manchmal genau zu sein, das ist so Ja, das damit habe ich auch Probleme. Das. Ich habe auch das Gefühl, das ist nicht seine eigentliche Lebensleiste. Meinst du? Sondern das wäre deutlich zu einfach, wenn das einfach seine Lebensleiste wäre. Oh, jetzt labert der mal an Teamspeak, ich kriege die Krätze. Ja, seht ihr Leute, jetzt habt ihr was Besonderes bei Elia. Na, wir überschwätzen das sowieso. Ich bemühte mich dann ab dem nächsten Part sowieso. Ja, falls wir den nächsten Part machen, ne? Weil, wäre doch scheiße, wenn wir in einem Bosskampf, War okay, ich kann das Spiel nicht pausieren. Oh, fuck. Wie, du kannst es nicht, weil ich es hoste, oder was? Wenn ich auf Escape gehe. Ja, war's, ja. Ja, wir haben's geschafft. Ja. Hi. Es war's so vor. Okay, warte mal. Der macht irgendwas, wir müssen irgendwas mit Blau und Gelb beachten, so viel weiß ich noch.
Mit Blau und Gelb? Blau heißt, glaube ich, mit Magie angreifen. Woran erkennen wir das genau? Ja, Rot heißt die mit Magie, glaube ich, angreifen. Wow, und es gibt nur eine kurze Phase, wo man ihn so schlagen kann. Ja, bei der jetzt. Okay, jetzt bei Blau musst du Magie benutzen, sonst schlägst du dich selber. Bei Blau schlägst du dich sonst selber. Warte mal kurz. Ich bin fast tot, fast tot. Rot kann man ihn so angreifen und Blau. Okay, wir können jetzt. Gut, dass ich Magie drin habe. Ne? Ja. Ich bin fast tot. Ich hoffe, du kannst. Du weißt das. Die Hälfte fast haben wir. Yo! Schnell, 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 schnell! Yo, yo! Wir haben die Hälfte durch. So easy? Also, du sagtest mir, der wäre schwierig. Noch da? Elia? Ah, also nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, du Boss. Dich kriegen wir jetzt ja wohl noch hin. Ja, ja gut, der haut natürlich ganz schön. Alter. Die immer Schluss immer übertreiben. Ernsthaft? Wie viele Phasen hast du, du Boss? Alter. Alter, 11 Schaden machen sie. Komm. 32, okay. Leck. Ja, okay. Jetzt verstehe ich, warum er nicht redet. Geht's jetzt? Das ist der... Komm schon, nein, 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 nein. Das ist fast wie du jetzt. So! Ha! Hoffentlich ist das seine letzte Phase. Das ist der älteste Bus, der 1000 Phasen besitzt. Ein bisschen. Ah! Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab gleich verloren. Tod! Hallo! Hilfe! Hilfe! Ich kann dir nicht helfen! Ja, danke! Auch wenn du nichts sagst. Ich schätze mal, du hast dich im falschen Teamspeak gemutet oder so. Das kann ich, das mache ich nämlich in Fehler öfters auch. Ja.
Der Boss hat's auf mich abgesehen, falls du es wissen willst. Ja, er hat's echt auf mich abgesehen. Komm schon, das ist doch jetzt echt nicht wahr, dass das im letzten noch... Ja, Alter! Ja, wie viele spawnst du denn davon noch? So, wo ist er? Wo, da. So, wir haben es aber recht gut. Nimm dir mal sicherheitshalber einen Heilpot, falls ich mich gleich irgendwann verrecken sollte oder so. Bevor. Yes. Ah, gut. Da habe ich doch noch gerade ein neues Leben. Komm schon, ist Schluss. Natürlich. Yes, Mann! Guck mal jetzt eben schnell, ob du dich gemutet hast, weil du redest bei mir nicht. Okay, oder lass es lieber sein. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du wirklich aussehen gemutet bist. Also, was natürlich scheiße wäre, erst recht für den Part, weil ich jetzt nicht weiß, was du laberst. Erst recht in einem Together ist das scheiße. Echt nerviger Boss, ey. Ah. 22. Ah, ja. Ich sollte übrigens dauerhaft nicht auf meinen Charakter achten, nicht auf deinen. Ja, komm schon. Was jetzt? Boah, natürlich! Natürlich! Ja, X. Natürlich! Oh, ja, natürlich! Wo kommst du? Natürlich! Und das ohne Heilpots! Ja! Das war auszusehen. Eingesetzte. Hey! Scheiße! Ja, ist in Ordnung. Ja, ich bin übrigens fast bald tot, wenn es weitergeht. Geh da rüber! Nice! Gut, also das Muster ist zum Glück, ja, bekannt. Er hat ein bekanntes Muster, das ist schon mal gut. Auch wenn ich dieses Muster hier nicht mag. Das hier ist nervig, weil jetzt du das... Jetzt höre ich dich wieder reden. Was war los? Ja, ich hatte doch FX gedrückt. Ich hatte vergessen, ja. Ich dachte so, Steve, du bist voll hochkonzentriert oder so, weißt du? Nein, ich war schon am Labern die ganze Zeit. Achso. Ja, ich hab nicht dran gedacht, dass der automatisch alle Teamspeaks direkt umstellt.
Sag mal, ist das jetzt endlich mal seine letzte Phase? Ich würde mal ganz spontan schätzen, weil er so ein cooles Schwert hat, ja. Dieses Schwert will ich haben, Alter. Leck. Aber seine Muster sind langsam aber sicher bekannt. Ja, es sind nur so Kackdinger. Du kannst ihn nicht, du kannst ihn halt nicht kontinuierlich angreifen. Hab ihn. Yeah! Errungenschaft traditionell. Nein, ich wollte das Schwert von ihm haben. Er hat's gedroppt, Steve. Nein. Nein. Das ist ein 30-Minuten-Part. Aber Leute, das ist uns scheißegal. Das war uns doch egal, oder nicht? Mich nervt es. Ich wollte das Schwert haben, Alter. Was passiert jetzt? Mir scheißegal. Yeah. Ich wollte das Schwert haben. Wir haben es geschafft. Das Schwert... Guck mal, wer ich... Ja, ich hab die Prinzessin. Ja, schön. Ah, ich glaube, wir kämpfen auch noch um die. Mann, ich wollte das Schwert von dem Typ haben. Das geht mir übel auf den Nerv. Das sah so geil aus. Steve, wir machen gleich offscreen das Level nochmal. Nein! Ich will dieses Schwert haben. Das kannst du auch gerne im Singleplayer machen. Ich bin froh, dass ich es durch habe. Weil, überleg mal, wie viele Phasen hatte er. Überleg mal ganz ehrlich. Er hatte zweimal die Kugel. Er hatte diese Spinne. Dann hatte er das Schwert und die eine Phase dann noch. Ja, ich glaube, 4 oder 5 hatte er. 5. Jetzt schwimmen wir nochmal durch die ganzen Level. Cool. Aber an sich, auch wenn teils die Level richtig unfair waren, richtig unfair. Ich erinnere nur dieses, wo wir ja sowieso gerade in der Wüste sind. Dieses Level. Ich erinnere dieses eine böse Level, wo du wirklich nur eine Minute hast. Ah, oh, das war so kacke. Oh, ich sag nur Steven im Rage-Modus. Ja, aber krass, Alter, wir haben jetzt mit 2 Parts dieses Spiel einfach noch beendet. Und wir haben, wie lange haben wir das langziehen gelassen, ey? Da. Aber an sich ein recht interessantes Game. Rein von der Grafik her hat das irgendwie was. Es ist im leichten. Es hat so einen Comic. Mhm. Oh, guck mal, da läuft die Katze. Ja. Es hat ja, so ein. Es hat einen Comic-Stil, was aber jetzt nicht unbedingt schlecht. Ah, was guck nicht, mal hier. Ja, ja. Was nicht unbedingt schlecht ist, auch Comic-Stil-mäßige Games haben es in Sicht. Gut, dieses Spiel hat mir einige Nerven gekostet. Man erinnert nur den Rage-Part. Oh ja, aber ist nicht ja da. Bösen, bösen Rage-Part. Ja. Und Behemoth macht eigentlich gute Spiele. Und was wir auf jeden Fall noch von Behemoth zocken werden, wenn es rauskommt, ist das Bodyblock Theater, die Steam Edition. Ja, mal schauen, wie es wird. Also, das wird noch dauern. Vorher werden wir natürlich noch ein anderes machen. Ich finde das so geil, wie du mit deinem Steak dastehst. Und ich habe einfach die Prinzessin dahinter. Und wir gucken einfach, wie so badass ist. Ja, wie gesagt, dazwischen wird ein anderes kommen. Vielleicht diesmal ein etwas längeres, weil Castle Crashers. Mann, ich wollte das Schwert von den Typen haben. Weil ich bin übel auf den Nerv. Ich hätte draufgeschlagen, aber ich war in der falschen Ebene. Dann... Weil Castle Crashers selber war jetzt ja kein sehr langes Spiel. Das waren jetzt. Wie viele Parts circa? Aber weniger als 20, glaube ich. Ja, wir abschließend danken wir das ganze Newgrounds Community und allen Spielern, die uns vorigen Spielern genutzten oder in unserem Online-Laden eingekauft haben. Nur mit eurer direkten Unterstützung ist es uns möglich, unsere Träume zu verwirklichen. Ja! Wir wissen nicht, wie die aussieht, oder was? Ist verschleiert. Und jetzt? Ja! Nein! Oh, du Spasti, du hast doch sowieso gewonnen. Komm schon. Das Problem ist, ich hatte kaum noch Leben. Ich hatte... guck mal hier. Guck mal hier. Hier ist der Typ auf seinem Piano. Den wir besiegt hatten. Und hier auf einmal... Sag mal, ist jetzt alles dabei auf einmal? Ja. Jetzt mach den Schlussstrich. Tote Ritter läuft. Warte mal, ich glaube, es war... What the hell?
What the hell? What the hell? Sag mal, waren die Entwickler auf dem LSD-Trip? Ja, ne, auf Mushrooms am Ende so. Warum fliegen da jetzt Katzen durch den Bildschirm? Nein! I'm not even gonna question the logic behind that, but, well, no. Und was jetzt? Wie jetzt? Das Ende. Na, wo bleibt der typische Satz? Thank you for playing! Oh. Ja, du hast den Skelett freigeschaltet. Hey. Oh, yeah. So. Jetzt darfst du noch. Wollt's nicht auf verteilt, ich wollte gerade schon sagen. Haben wir nichts? Nein, ich wollte das Kackschwert von dem Typ haben. Ich bin so aggressiv gerade. Ich will es haben. Wir machen das jetzt offscreen nochmal. Ich will dieses Schwert. Das geht schnell. Wir holen uns jetzt Pots. Ich will dieses Schwert. Nein, das lasse ich jetzt nicht auf dem Sitzen. Das machen wir schnell. Nein. Das machen wir jetzt schnell. Das dauert nicht lange. So, Leute, aber ich würde jetzt trotzdem mal sagen, mit dem vorigen irgendwie abschlusssätzigen Satz, sag du mal kurz deine Meinung zu diesem Spiel. Grafik lustig, die Ebenen waren etwas nervig zu treffen teils. Ansonsten, man hatte ja nur zwei Angriffe, man konnte aber trotzdem recht viel draus kombinieren. Zum Beispiel diese endlosen, ich schlag den Gegner über den Bildschirm, bis ihm seine Gedärme aus dem Kopf rauskommen. Obwohl der schon tot war oder so, ne? Ja. Oh, warte mal, ich glaube, was ist das hier hinten eigentlich? Ja, wir hatten noch ein Viech eingesammelt und wissen wir noch nicht, was das ist. Das war das doch hier, oder nicht? Hier, das hier meine ich. Dafür braucht kriegt man wahrscheinlich nicht Schlüsse. Eingerissen, aber... Kriegt man wahrscheinlich, wenn man alle Pets hat oder so. Möglicherweise. Guck du mal kurz, was das macht. Genau. Ja, es stand da kurz. Was? Widersteht, gefroren zu werden. Ja, wow! Das wäre für den Eisboss wäre das praktisch gewesen. Ja, super, dann egal. Dann hätte der mich hier an. Gut, toll. Leute, ich würde aber jetzt trotzdem mal sagen, das war's dann jetzt auch mit diesem Spiel. Ja. Was wir als nächstes spielen, seid gespannt. Ich habe selber noch keine Idee. Das werden wir gleich außerhalb der Aufnahme klären, nachdem wir diese Schlacht geholt haben. Nein! Das glaubt mir, du wirst schnell sehen, wie schnell ich gleich disconnect. gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Ciao.